dann bombardiert und schließlich noch deren Führer vor den internationalen, sogenannten internationalen Gericht hochgebracht und dann verurteilt. Aber nicht vom Volk, sondern von den Reichen der Reichen. Warum würden die Führung der Königlichkeit verurteilen? Das, was ich euch hier sage, sagt kein Sozialist oder Kommunist, dann sagt ein Bürgerlicher, der ich bin, und Bundeswehrgeneral aus Eberherr, der war Stellvertreter und Ebevormächtiger für diejenigen, die das nicht wissen, an der Spitze der Europäischen Sicherheitskonferenz stehte, der also die ganze Zeit über die Auseinandersetzung 1999 im Kosovo hatte. In den Medien wurde damals von 10.000 von Toten gesprochen und er sagt, es waren also 34 Gewalttaten zu Tode gekommenen im Kosovo. Ich erinnere an Syrien, auch hier wird die Zahl zum Wert. Niemals sprechen die NATO-Staaten über Saudi-Arabien, Bahrain und Jordanien, weil das ja ihre Regierungen sind, auch kapitalistische Regierungen. Und da darf auch ruhig auf die Bevölkerung geschaffen werden, diese Staaten hier nicht diskriminiert und schon gar nicht bombardiert. Ich hätte dabei nochmal gesagt, dass überall die Herrungsverbindlichkeit des Systems verunglückt werden, damit dann die Reichen der Reichsten einfach in dem Staat einmarschieren können. Das heißt, ein Staat ohne Führungspersönlichkeit ist dem internationalen Monopolkapital einfach ausgeliefert. Das war auch, erlaubt mir einen die DDR 1989, als leider, muss ich mal sagen, das ZK und Politbüro geschlossen zurückgetreten sind. Da hatte die DDR-Bevölkerung keine Regierung mehr. Eine Bevölkerung ohne Regierung ist dem internationalen Kapital schutzlos ausgeliefert. Das sagt, aber sage ich euch nicht, das sagt dieser General A.D. Lokbay, er ist Christ, er ist aus den alten Bundesländern und er kennt die Zahl und die Mittel, mit denen das Kapital hier arbeitet. Mit Lügen, Zeitungen, Telekom, mit Radio und dergleichen. Das heißt, die Reichen der Reichsten, die an der Spitze stehen, werden nie die Wahrheit sagen, wenn es darum geht, die Bevölkerung aufmerksam zu machen auf die Ursachen von Kriegen und auf die Ursachen von Arm und Reich. In Lügen gibt es diesen Unterschied Arm-Reich nicht. Auch in Syrien nicht in diesem Maße wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Bahrain, Jordanien oder Katar, um nur einige zu nennen. Und genau diese Staaten, die diesen Unterschied nicht haben, werden bombardiert. Man braucht nicht viel Analysefähigkeit zu besitzen, um zu bemerken,